Ich bin Falko Schubert, Sous-Chef in den Rathaushotels Oberwiesenthal. Und ich zeige Ihnen heute ein Zanderfilet auf der Hautseite gebraten, an einer Safransoße und Möhrenlauchgemüse. Ein leckeres Gericht, schnell und einfach nachzukochen. Wir beginnen mit dem Möhrenlauchgemüse. Hierfür nehme ich die Möhren und schneide sie in dünne Scheiben. Hier habe ich schon etwas kochendes Salzwasser vorbereitet, in dem die Möhren dann gegart werden. Den Kohlrabi werde ich nun in feine Streifen schneiden. Und obwohl es Möhrenlauchgemüse ist, füge ich den Lauch erst zum Schluss hinzu, da er einen niedrigeren Garpunkt hat und schneller fertig ist. Während das Gemüse kocht, beginnen wir nun mit der Safransoße. Hierzu einfach etwas Butter. Und ich füge ein hausgemachtes Dill-Olivenöl hinzu. In der Butter schwenken wir nun ein paar Schalottengürtel. Wir nehmen hierzu Schalotten statt der handelsüblichen Zwiebel, weil eine Schalotte ein wesentlich feineres Aroma hat und die Soße sonst zu kräftig werden würde. Am Ende soll wirklich nur der Safran dominieren und nicht die Zwiebel rausschmecken, und dafür ist die Schalotte perfekt geeignet. Knoblauch. Den Knoblauch ebenfalls fein hacken und nun zusammen mit den Schalotten in den Topf geben. Die Zwiebeln und den Knoblauch werden nun glasig angeschwitzt und danach mit einem Fischfond aufgefüllt. Ich füge jetzt zu dem angeschwitzten Zwiebeln und Knoblauch ein paar Orangenzesten hinzu. Noch ein klein wenig Zesten von der Zitrone. Hierzu verwenden Sie unbehandeltes Bio-Obst. Das ist einfach ungespritzt und verträglicher. Jetzt löschen wir das alles mit dem Fischfond ab. Ein bisschen mehr Hitze drauf. Bringen es zum Kochen und lassen es einreduzieren. Durch das Reduzieren intensiviert sich der Geschmack der Brühe und die Soße wird stimmiger. Das Gemüse ist nun gar, gießen es durch ein Sieb. In der Zwischenzeit schneide ich den Lauch. Den Lauch gebe ich jetzt einfach mit zu dem gegarten Gemüse und es wird dann alles zusammen nochmal im Topf mit Butter angeschwenkt und gewürzt. Der Fond ist reduziert. Nun wird Weißwein hinzugefügt. Ich habe hier einen trockenen Riesling und einen Spritzer Wermut. Nun wiederholt sich der Prozess des Reduzierens, damit der Alkohol verkocht. Das geht relativ schnell. Und jetzt fügen wir die Safranfäden hinzu. Safran ist eines der teuersten Gewürze, deshalb auch die geringe Menge. Die geringe Menge ist aber auch sehr ergiebig, denn er ist sehr gehaltvoll und gibt einen enorm viel Geschmack ab. Und er wird aus der Blüte von Krokussen gewonnen. Füge ich jetzt hier hinzu. Und nun sehen Sie, wie sich unser Fond schon ins Gelbliche verfärbt. Ein gutes Stück Butter. Ein paar Schalotten und nun das Gemüse zugeben. Das Gemüse wird sich nun mit einer Salz-Pfeffer-Zucker-Mischung und füge ebenfalls einen kleinen Schuss Weißwein hinzu. Das lassen wir nun bei geringer Hitze vor sich hin ziehen und widmen uns jetzt wieder unserer Safransoße. Die Soße ziehen wir jetzt von der Flamme, machen die Flamme aus, fügen unsere Sahne hinzu. Wichtig ist, es darf jetzt nicht mehr kochen, sondern einfach nur noch
vor sich hinziehen. Im Prinzip ist die Soße schon fertig. Wir müssen sie nur noch am Ende durch Sieb passieren. Nun kommen wir zu unserem Zander. Butter. Wieder ein kleiner Schuss von unserem Öl. Um den Fisch perfekt zu aromatisieren, füge ich beim Braten das Knoblauch dazu. Den Knoblauch leicht andrücken, dann lässt sich auch die Schale am besten entfernen. Noch das Thymian. Ein, zwei Großmarin. Und dann noch auch gern etwas Petersilie. Unsere Soße wird nun in der Zwischenzeit schnell durch ein Sieb passiert. Am Ende kommen noch ein paar Butterflocken ran. Das bringt die gewisse Cremigkeit. Früher war es üblich, den Fisch zu salzen, zu säubern und zu säuern. Säubern ist immer noch wichtig, salzen, wenn er gegart ist, und säuern auch, wenn überhaupt, nur wenn er gegart ist. Weil ansonsten beginnt der Garprozess schon eher. Wir nehmen nur den Zander und legen ihn auf die Hautseite. Um dezente Säurearomen hinzuzufügen, nehme ich hier einfach eine Zitrone und lege sie mitten in die Pfanne. Das gibt eine leicht säuerliche Note, aber nicht zu intensiv. Der Zander ist jetzt noch nicht ganz knusprig auf der Hautseite, deswegen habe ich die Hitze ein wenig erhöht, macht aber nichts. Jetzt nutzen wir die Zeit, und verfeinern unser Safransüßchen. Hierzu nehme ich noch einen kleinen Schuss Orangenessig. Nicht zu viel, da es sonst zu sauer wird. Unser Zander ist jetzt im Großen und Ganzen fertig. Ich habe die Flamme schon ausgemacht und nutzt die Resthitze der warmen Pfanne. Nun kommen wir zum Finale. Den Fisch etwas salzen. Etwas grober Pfeffer. Dann nehmen wir unser Möhrenlauchgemüse. Haben wir den Zander mit unserem Gemüse. Unsere zartgelbe Safransoße. Nun noch ein wenig Garnitur. Nun ist unser Zander mit Safransoße auf Möhrenlauchgemüse fertig. Hierzu würde ich am besten einen Wildreis oder Reis als Beilage empfehlen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen. Ihr Falco Schubert. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.